Ich erinnere mich an Pupit. Oh Gott, das war tragisch. Aber naja, was passiert ist, wenn man sich die letzten Jahre ansieht und die Erfolgsraten der letzten Jahre ansieht, da gibt es dann also keine riesigen Zahlen, aber es gibt einen prozentualen Unterschied, der mich zu dem Kern dessen führt, was ich hier sagen wollte über das Reality TV. Die Erfolgsrate geht direkt in das letztendliche Fazit hinein. Das schauen wir uns mal an. Hier sieht man die sehr eigenartige Entwicklung für die drehbuchbasierten Sendungen in den USA. Für jede Sendung haben wir ein Viertel, das im Bereich Drama Erfolg zeigt, und die Kosten sind sehr viel höher bei den fiktiven Sendungen, und das ist sind dann die Produktionskosten, die nochmal höher sind als die Sendekosten. Logischerweise, das liegt auch daran, wie die Kostenstruktur in den USA gesehen ist. Und dann ist es so, dass für jede Show, die Erfolg hat, da muss man natürlich die anderen drei noch mit einrechnen, die keinen Erfolg haben. Und dann muss man für jede Show, die Erfolg hat, noch 10 Pilotsendungen rechnen. Und hier bin ich konservativ gewesen in der Berechnung. 10 Pilotsendungen, die man produzieren muss. Und gut, man versucht natürlich, die Overhead-Deals zu kürzen und versuchen natürlich die Autoren, die Drehbuchautoren dahin zu bringen, dass sie möglichst erfolgreiche Skripts vorlegen. Aber die Kosten sind auf jeden Fall geringer bei den Reality-Shows, und ich bin hier fair gewesen. Ich habe die Kosten der Flops auch bei den Reality-Sendungen mit eingerechnet, aber die Entwicklung im Reality-TV ist so viel direkter, linearer. Man kann natürlich ein Casting machen, man kann gucken, ob das eine oder andere funktioniert. Kann man dieses Talent hier nutzen, um das Service zu sichern? Aber der Aufwand ist kleiner, und letztendlich, hier sieht man die violetten Zahlen unten, 11,5 Millionen Dollar pro Episode, pro Folge kostet es den Fernsehsender, eine erfolgreiche fiktive Sendung zu produzieren mit Drehbuch. Und bei den Reality-Formaten sind es nur 3,4 Millionen Dollar pro Folge. Und wenn man sich das mal ansieht, dann sieht man auch, dass ganz besonders, wenn da die Sender in den USA immer mehr die ganzjährigen Sendeturnus-Formate bevorzugen, dass man da nicht mehr diese Spitzen hat im Jahr. Und das ist auch eine Möglichkeit, mehr Profit aus den hohen Produktionskosten herauszuziehen. Beim ganzjährigen Programmierverfahren ist Reality TV notwendig für die US-Wirtschaft, und im Kabelnetz, in dem die Kosten für drehbuchbasierte Sendungen sehr viel geringer sind, ist es immer noch so, wobei allerdings Reality ein essentieller Teil der USA-TV-Industrie ist, so wie sie jetzt beschaffen ist. Und viel zu oft war die Situation die, dass Reality und Film gegeneinander zu kämpfen schienen. Und man sollte hier aber sehen, dass das Reality-TV ein notwendiger Teil der Fernsehindustrie ist. Of Reality TV in the United States. Ohne die Kosteneffizienz des Reality TV in den USA könnten die hohen Entwicklungskosten für die Filme nicht oder Fernsehfilme nicht so weitergehen.
man kann nicht einerseits eine vergoldete Fernsehsendung produzieren, ohne gleichzeitig auch Reality-Formate vorzuhalten. Es gibt also keine Möglichkeit, in den nächsten Jahren Reality-TV aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. Es mag vielleicht an Anteilen verlieren und straucheln, aber es wird nicht verschwinden. Und in den USA ist es in der Tat so, dass das gegenwärtige Werbefernsehen nicht existieren könnte ohne Reality-TV. Und es wird auf jeden Fall noch Teil der Fernsehlandschaft bleiben. Huch, jetzt bin ich zu weit gegangen in meinen Folien. Ich werde jetzt mir die globalen Auswirkungen dessen ansehen, was ich gerade ausgeführt habe. Denn es betrifft ja auch den Rest der Welt, was in den USA passiert. Es gibt weniger und teurere drehbuchbasierte Fernsehsendungen, die international zum Verkauf stehen und angeboten werden. Aber gleichzeitig werden immer mehr Reality-Formate in den USA gebraucht. Und gleichzeitig werden Reality-Formate importiert und exportiert. Und das Format ist so etwas wie das Kochrezept, mit dem man eine Show in unterschiedlichen Märkten reproduzieren kann. Wenn Sie sich das jetzt ansehen, dann sehen Sie ganz unten, dass es nicht so gut aussieht für ausländische Formate in den USA. Viele Documentary-Formate, Reality-Formate, die nicht eigentlich Formate sind, sondern mehr Documentary, Doku-Soaps. Diese Formate sind sehr, sehr, sehr stark auf dem nationalen Markt produziert und Style E und VH1. Die gehen in Richtung Promi-Reality-Shows, Flavor of Love und vergleichbare Sendungen mit exotischen, bizarren Persönlichkeiten, die die Zuschauer amüsieren und unterhalten. Aber wenn man sich dann die großen Sender ansieht, dann sind diese noch in ganz gesunder Weise dabei, sich auch im Rest der Welt nach anderen Formaten umzuschauen. Und ich denke, das ist doch eigentlich ermutigend auf eine bestimmte Art und Weise, denn ich habe festgestellt, dass viele US-Käufer vielleicht in England einen kleinen Stopover machen und sich umschauen. Und wir haben das ja auch schon vorhin gesagt, zum Teil auch deswegen, weil dort die gleiche Sprache gesprochen wird. Aber es wird auch immer mehr nach Kontinentaleuropa geschaut und dort findet auch eine umgekehrte Bewegung in Richtung USA statt. Dort werden auch Türen geöffnet und es gibt eigentlich nichts, was so wirkungsvoll wäre wie das Beispiel der USA, dem dann andere Länder mit ihren Formaten folgen. Und es ist eigentlich gut für die europäischen Länder zu sehen, dass 2004 Frapper und Screen Digest und eine Initiative der nordrhein-westfälischen Regierung eine Umfrage durchgeführt haben. Da wurden 13 Länder befragt und da wurde gesagt, dass 3,5 Milliarden Euro für Reality-TV-Formate im Markt drin sei. Da wurden dann mehr Länder und mehr Produktionsstunden angesetzt. Und ich habe mir das noch nicht genau angeguckt und geschaut, ob das wirklich stimmen kann. Aber ich schätze mal so 5 Milliarden Euro als Geschäftsvolumen oder als Geschäftsumfang für diesen Geschäftszweig. Das ist also ein relativ großes Geschäft, auch für diejenigen, die in die USA exportieren wollen. Aber die USA wollen natürlich auch ihre Formate exportieren. Und wenn ich diese Art von Größenordnung ansetze, warum würden dann Regierungen, die ja dieses Geld der Besteuerung unterwerfen, nicht auch gleichzeitig das Urheberrecht stärker
schützen. Und es scheint so, dass die Regierung das noch nicht so gut im Griff haben. In Großbritannien, da, das wissen Sie sicherlich, hat die Regierung erlassen, das Format